in seiner 50-jährigen Karriere. Und da darf ich jetzt mal ganz kurz um Ruhe bitten. Und das ist ganz wichtig. Einen einzigen Nummer 1 Hit in den USA gehabt. Das ist unfassbar. Das spricht nicht für die USA. Was spricht eigentlich für die USA? Okay, wir wollen nicht politisch werden. Einen einzigen Nummer 1 Hit in 50 Jahren in den USA. Und das hier ist er.